Das ist die Bühne der deutschen Beach-Weltmeisterschaft. Der Center Court ist hergerichtet, Hamburg ist bereit. 96 Mannschaften aus über 37 Ländern. Das Niveau bei den Top-Teams eng beieinander. Vieles ist möglich. Ja, also großartig, dass es endlich losgeht. Hamburg ist eine Beachvolleyballstadt. Wir haben uns in den letzten Jahren also zum deutschen Hauptstadt des Beachvolleyballs entwickelt, sind internationalen Hotspot geworden, große Turniere, die hier stattfinden, viele erfolgreiche Teams, die hier trainieren und jetzt eben die Weltmeisterschaft. Und da ist natürlich jetzt die ganze Stadt im Fieber, hier ja, einfach spektakuläre Veranstaltungen zu erleben, die nächsten 10 Tage. Das Interesse ist einfach riesengroß von Gesamtdeutschland, nicht nur von Volleyball Deutschland. Und ja, das macht so ein bisschen kribbelig und die Vorfreude steigt. Insgesamt 10 deutsche Teams werden bei der Weltmeisterschaft dabei sein. Bei den 6 Frauenteams fand Anfang des Jahres ein großes Wechselkarussell statt. Fast alle Duos sind neu gemischt. Sie gilt für viele auch mit neuer Partnerin immer noch als Favoritin. Ja, ja. Wir sind eindeutig für Laura und Maggie. Ganz genau. Wir wünschen den beiden richtig viel Glück und ja, drücken ihnen ganz fest die Daumen. Ja, also bei den Frauen ganz klar Laboreur Ettlinger. Ich glaube, die größten Medaillenchancen bei den Herren liegen bei Tole Wittler, denke ich mal. Ja, ich glaube, wir machen uns da nicht so einen großen Stress. Also wir haben, klar, haben wir eine relativ konstante Saison gespielt, hatten einen Ausreißer nach oben, einen nach unten. Aber wenn man so auf die Ergebnisse guckt oder auch was da in der Weltspitze rumläuft, da sind schon extrem viele gute Teams am Start. Natürlich wollen wir hier mit dem Heimpublikum im Rücken da schon versuchen, noch ein bisschen über unseren Verhältnissen zu spielen und vielleicht die eine oder andere Überraschung, wie es uns im letzten Jahr gelungen ist, wieder, wäre schon schön. Aber ja, wir probieren uns da keinen großen Druck zu machen. Sie haben das erste Spiel mit deutscher Beteiligung gerade hinter sich gebracht. Chantal Laboureux und Sandra Ettlinger setzen sich 2:0 gegen Paraguay durch. Es war sehr angenehm zu sehen, dass ja, schon Freitag 13 Uhr hier Leute herpilgern und sich die Spiele angucken. Wir wollen nach jedem Spiel sagen können, wir haben das Allerbeste gegeben und mit diesem Gefühl auch ins Bett gehen können an jedem Abend. Und ich glaube, wenn wir das wirklich nach jedem Spiel ehrlich sagen können, dann können wir weit kommen. 10 Tage lang werden die Teams im Sand alles geben. Am Sonntag, dem 7. Juli, wird sich dann entscheiden, wer ihn und die je 500.000 US-Dollar Preisgeld entgegennehmen darf.